Meine Damen und Herren, <laughs> Herr Bundestagspräsident Dr. Schäuble, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, Madame la Ministre Florence Parly, Frau Ministerin Kramp-Karrenbauer, liebe Kolleginnen und Kollegen, cher collègue. Ich heiße Sie herzlich willkommen im Europäischen Parlament in Straßburg. Bienvenue à Straßburg. Ich darf Ihnen sehr herzlich die Grüße unseres Präsidenten, Herrn David Maria Sassoli, ausrichten, der mich gebeten hat, ihn heute zu vertreten. Meine Grüße gelten sicher auch im Namen von Frau Questorin Sander, die aus dem Präsidium des Europäischen Parlaments heute ebenfalls hier ist. Diese Sitzung findet zum dritten Mal statt, zum ersten Mal hier im Europäischen Parlament. Und äh, diese Sitzung fußt, wenn Sie so wollen, auf dem Elysee-Vertrag. Und ich bin sehr stolz und freue mich auch sehr, dass der Präsident mich gebeten hat, hier, Sie hier zu grüßen. Die Deutschen jedenfalls hören an meiner Klangfarbe, dass ich Schwabe bin. Also ich komme nicht von weit her. Und ähm, ich habe. Durchaus Beziehungen zum Elise-Vertrag. Erstens mal, weil ich heute den Gastgeber vertrete, wenn Sie so wollen, und zum zweiten Mal, weil ich in meiner meine Heimatstadt Gerlingen zum Landkreis Ludwigsburg gehört. Und in Ludwigsburg hat Charles de Gaulle am 9. September 1962 seine berühmte Rede an die Jugend gehalten hat. Das lehrt sich also in zweieinhalb Jahren zum 60. Mal. Und ähm, es ist jedenfalls in meinem, in meiner Gegend sehr beeindruckend, wie sich in die Gedächtnisse der heute 65, 70, 75-Jährigen diese Rede in das kollektive Bewusstsein eingebrannt hat. Sie finden kaum jemanden von diesem Alter, der nicht weiß, was er zu diesem Zeitpunkt gemacht hat. Diese Rede läutete neben dem Besuch von Adenauer in Frankreich ein neues Zeitalter der, der deutsch-französischen Beziehungen ein und war zusammen mit dem Élysée-Vertrag dann der Durchbruch zur Aussöhnung und Partnerschaft. Gleichzeitig war dies alles eine Blaupause für die Erneuerung der nachbarschaftlichen Beziehungen in ganz Europa. Dieser Élysée-Vertrag erinnert uns an den Urgrund der europäischen Einigung über die Tagespolitik hinaus. Die Achtung der Würde jedes einzelnen Menschen, die Bewahrung der erworbenen Freiheit, des Friedens und der Demokratie, die Geltung des Rechts. Sie erinnert uns auch an die Bedeutung grenzüberschreitender Begegnungen, sei es im Rahmen von Jugendbegegnungen, Städtepartnerschaften oder wie heute diese parlamentarische Versammlung. Das alles wird geprägt von dem Grundsatz, dass man besser miteinander redet als übereinander. Der heutige Tagungsort Straßburg ist Der heutige Tagungsort Straßburg ist ebenfalls ein Symbol für die deutsch französische Aussöhnung und zeigt gleichzeitig, dass die deutsch französische Freundschaft nicht exklusiv ist, sondern sich als Teil des europäischen Einigungsprozesses versteht. Und ein letztes lehrt uns das, wenn ich das zum Abschluss noch sagen darf. Dieser Besuch von Adenauer in Frankreich und von de Gaulle äh, in Deutschland zeigt, dass es wichtig ist, auch mutig zu sein, weil es ist heute unter Wissenschaftlern nicht nur fraglich, sondern sogar unstrittlich, dass mindestens Charles de Gaulle für diese Rede in Ludwigsburg in seinem Land vielleicht keine Mehrheit äh, hatte und dass sie jedenfalls nicht überall auf Zustimmung, Zustimmung stößt. Mutig zu sein und das Undenkbare zu denken und das Schwierig Machbare äh, zu tun. Äh, der Mut den die beiden damals hatten, trägt heute reiche Früchte. Aber sie ist auch gleichzeitig Verpflichtung, weiterhin Mut zu haben. Und ich habe manchmal den Eindruck gemessen an dem, was damals getan, gedacht und gesagt worden ist, dass wir uns manchmal in allzu kleinen Karos bewegen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie äh, uns mithelfen würden, aus diesen kleinen Karos herauszufinden. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Tagung, je vous souhaite une réunion fructueuse et productive. Merci bien. Monsieur le Président du Bundestag, cher Wolfgang Schäuble, Mesdames les Ministres, Monsieur le Vice-président du Parlement européen, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, chers collègues, Chers amis, il y a des villes dont le nom est puissamment évocateur. Des générations de Français et d'Allemands frissonnent en écoutant Barbara chanter Göttingen, cité à jamais associée à la réconciliation entre nos pays. Elle aurait pu chanter Strasbourg, ville française, sur un fleuve européen qui n'est plus une ville frontière, mais une ville pont entre deux pays entre deux cultures. C'est donc un plaisir tout à fait singulier d'accueillir ici les travaux de l'Assemblée parlementaire franco allemande pour sa troisième réunion. Il nous faut mesurer le chemin parcouru depuis l'accord parlementaire conclu entre nos deux assemblées. Cet accord a exprimé une volonté claire dans la continuité du traité signé par nos deux exécutifs à Aix la Chapelle nous voulions donner à l'amitié franco-allemande une dimension parlementaire encore plus dense et renforcer les liens déjà très forts qui nous unissent. C'est, je crois, chose faite. Le premier groupe de travail s'est mis à l'œuvre et il devrait faire des émules. Les nombreuses propositions soumises au bureau attestent de la vitalité de cette Assemblée, fruit de votre engagement individuel et collectif. Je me félicite tout particulièrement de sa réussite, qui est notre réussite collective. Au delà de notre mission essentielle de délibération et de contrôle, nos réunions sont l'occasion d'apprendre à mieux nous connaître, à apprécier nos méthodes de travail, notre culture parlementaire, nos langues même pour les plus téméraires d'entre nous. Notre assemblée commune représente une opportunité unique de faire de nos différences une richesse, et plus jamais un objet de confrontation. Mais l'Assemblée parlementaire franco allemande ne traduit pas seulement une volonté mutuelle de rapprochement entre deux pays voisins et amis. Depuis sa création, elle entend œuvrer pour que ce que l'on a appelé et que l'on appelle toujours le couple franco allemand, loin d'être exclusif, soit mis au service du projet européen. Le Parlement européen nous fait l'honneur particulier en nous accueillant dans ses murs et en nous permettant de tenir cette séance dans un lieu si hautement symbolique. Ici en effet s'est tenue la, la session inaugurale du premier Parlement européen élu au suffrage universel direct, ce qui a représenté dans l'histoire de la construction européenne une irruption bienvenue des peuples par la voix de leurs représentants capitale européenne strasbourg est une ville où sont construites et défendues nos valeurs communes à travers le travail des institutions de l'union comme celle du conseil de l'europe. c'est pourquoi en votre nom à tous j'adresse donc mes remerciements les plus sincères au parlement européen et à son vice président m. rainer wieland qui le représente aujourd'hui pour l'occasion qu'il nous donne de siéger dans ses locaux historiques. je forme enfin deux souhaits. D'abord, celui qu'une image reste longtemps dans nos mémoires. Celle des représentants de nos deux peuples assis côte à côte, mélangés, séparés non plus par leur nationalité, mais au contraire regroupés, réunis, selon leurs affinités politiques. Un espace politique franco-allemand est en train d'émerger sous nos yeux. C'est le résultat de décennies de coopération et de rapprochement, mais aussi du travail très important fourni par tous les membres de cette assemblée depuis onze mois. Je souhaite également que nous nous engagions pour l'avenir à ce que le tandem que nous formons ne soit pas exclusif. Le travail que nous effectuons main dans la main doit toujours être résolument ouvert au reste de l'Europe. Et je ne doute pas qu'en nous réunissant précisément ici aujourd'hui, nous saurons tous nous en souvenir. Messieurs les présidents, mesdames les ministres, chers collègues, je souhaite que nos débats aient la même force que l'amitié qui nous unit et montre une nouvelle fois notre volonté de travailler ensemble pour une Europe fière de ses valeurs et ambitieuse pour son avenir. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident Ferrand, Herr Vizepräsident Wieland, meine Damen und Herren, ich bedanke mich, lieber Herr Wieland, dass wir heute an diesem symbolträchtigen Ort tagen dürfen und äh, dass Sie uns so freundlich begrüßt haben. Ich will mich aber nicht lange verleiden lassen über die Symbolik, die europäische Symbolik zu reden. Wir haben heute eine Arbeitssitzung. Und wir sind mit gutem Grund auf konkrete Themen fokussiert und heute ist ein Thema von zentraler Bedeutung, nämlich wie wir unsere globale Handlungsfähigkeit bewahren. Und im Übrigen ist es das Thema, bei dem auf unsere beiden Staaten tatsächlich viel Arbeit wartet, auf die Regierungen vor allem ich grüße die Verteidigungsministerin, aber auch auf die Parlamente in ihrer jeweiligen nationalen Zuständigkeit. Übrigens nicht zuletzt, weil wir als Parlamentarier auch ein Bindeglied zu der Bevölkerung, zu den Bürgerinnen und Bürgern in unseren Ländern sind. In Berlin haben zuletzt die außenpolitischen Positionen unserer beiden Staaten im Zentrum gestanden. Und da ist es ja folgerichtig, dass wir uns heute mit Sicherheits- und Verteidigungsfragen befassen. Und deswegen bedanke ich bei den beiden Verteidigungsministerinnen, bei Ihnen, Madame Barley, und bei Ihnen, Frau Kram-Karenbauer, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen. Sie unterstreichen damit auch die Bedeutung dieser parlamentarischen Versammlung. Die kann und sie soll einen Beitrag dazu leisten, dass Verständnis für die nationalen Besonderheiten gerade auf dem Politikfeld, wechselseitig zu stärken, das von sehr unterschiedlichen historischen Prägungen, Verfassungstraditionen, nationalen Rechtslagen, unterschiedlichen strategischen Prioritäten und verteidigungspolitischen Kulturen mehr als andere Politikfelder geprägt ist. Unsere gemeinsame Kammer hat sich deshalb auf diesem Feld ganz besonders zu beweisen. Differenzen abbauen. In, um in zentralen politischen Standpunkten eine Übereinstimmung anbahnen zu können. Nicht mehr, aber hoffentlich auch nicht viel weniger. L'Europe qui protège hat Präsident Macron gefordert. Und das ist die Aufgabe, das Versprechen an die Bürgerinnen und Bürger. Und daran entscheidet sich die politische Glaubwürdigkeit des europäischen Projekts in einer zunehmend unübersichtlichen Welt mit ihrer komplexen Bedrohungslage. Europa wird im Rahmen seiner transatlantischen Bündnisverpflichtungen künftig mehr Verantwortung für seine eigene Sicherheit übernehmen müssen, um weltpolitikfähiger zu werden, wie es Jean-Claude Juncker ausgedrückt hat. Wir müssen uns dazu vor allem darüber verständigen, ob und wofür wir unsere Streitkräfte einsetzen wollen. Eine abgestimmte Verteidigung braucht die Einbettung in ein größeres außen- und sicherheitspolitisches Konzept dass Diplomatie, ziviles Krisenmanagement, polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, aber auch Entwicklungs-, Handels- und Einwanderungspolitik mit einschließt. Und vielleicht ist das von allem das Schwierigste, gemeinsame Interessen, Prioritäten und Strategien zu definieren. Frankreich und Deutschland haben eine Führungsverantwortung, um die gemeinsame Außen und Sicherheitspolitik weiterzuentwickeln, die sich nach dem Brexit ohnehin ein Stück weit neu finden muss. Der Afrika-Gipfel und der Libyen-Gipfel in den vergangenen Wochen sind jeder für sich ein Beleg dafür, dass von Europäern angestoßene Initiativen etwas bewirken können. Aber wenn wir Europäer für die Sicherheit der Welt um uns herum, für den Schutz der internationalen Ordnung, grundlegender Menschenrechtsnormen und kritischer Infrastrukturen mehr tun wollen, dann gehört in letzter Konsequenz auch die Bereitschaft dazu, militärische Gewalt anzuwenden. Zumindest müssen wir damit drohen können. Zu Recht wird darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht nur materielle Kosten produziert, als militärische Interventionsmacht die freie Weltordnung zu erhalten. Es hat auch einen moralischen Preis. Unsere französischen Partner tragen diese Bürde immer wieder. Uns Deutsche stellt sie vor große Herausforderungen weil wir aus guten Gründen eine Kultur der Zurückhaltung geradezu verinnerlicht haben. Aber wenn wir es ernst meinen mit den gemeinsamen europäischen Verteidigungen, dann müssen wir alle eigene althergebrachte Positionen hinterfragen und auch ein Stück weit davon abrücken, auch und gerade wir Deutschen nicht zuletzt übrigens im Umgang mit der deutsch französischen Brigade das sage ich hier in Straßburg, die wir ja nicht nur haben sondern die wir vielleicht einmal auch zum Einsatz bringen sollten. Ja. Bitte den Beifall im Protokoll zu vermerken. Wir müssen begreifen, dass es nicht allein um unsere innenpolitische Sicht geht, sondern auch um unsere Bündnisfähigkeit. Darum, dass nicht nur wir von unseren Partnern abhängig, sondern unsere Partner und Verbündete umgekehrt auch von uns. Das sind kontroverse Debatten, die wir im Parlament führen müssen. Der Austausch in dieser Versammlung kann und soll dazu beitragen, unsere geübte Verteidigungspolitische Zurückhaltung mit den berechtigten Erwartungen unserer Partner und Bündel, Verbündeten besser auszubalancieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Luise Weiss Das war die erste Alterspräsidentin des Europäischen Parlaments. Und ihren Namen trägt dieses Gebäude. Sie mahnte einst Fleiß und Disziplin an. Dafür würden die Parlamente geachtet. Die Leute schätzen, so Luise Weiß, den Mut in der Arbeit. Die Zeit der Parlamentarier, Luise Weiß, liegt schon einige Jahrzehnte zurück. Aber Mut in der Arbeit sollte die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung gerade bei dem zentralen Thema beweisen, dessen wir uns heute annehmen. Herzlichen Dank. Applaus Vielen Dank. Adieu. Jetzt verabschieden wir den Herrn Vizepräsidenten mit Dank und Anerkennung. Und Monsieur le Président Ferrand wird jetzt zu Punkt 2 der Tagesordnung. Hallo, willkommen Bien, mes chers collègues, avant d'entendre de, les interventions des ministres chargés de la défense, de deux points. Nous devons procéder au remplacement de plusieurs membres du bureau. À la suite de la démission de M. Thomas Oppermann, il nous faut procéder au remplacement du représentant du groupe SPD au bureau. Le groupe SPD propose la candidature de M. Niels Schmid. S'il n'y a pas d'opposition. Monsieur Neil Schmitt est proclamé membre du bureau et je lui adresse toutes mes félicitations. Par ailleurs, j'ai reçu une information du président du groupe La République En Marche qui m'indiquait le remplacement de la représentante de son groupe, Madame Sabine Tillet, au bureau. Le groupe La République En Marche propose la candidature de Monsieur Christophe Arendt s'il n'y a pas d'opposition, monsieur christophe arendt est proclamé membre du bureau. oui, monsieur dumont, vous avez la parole. oui, merci, monsieur le, le président. Euh, vous avez évoqué euh, tout à l'heure dans votre discours très justement le fait que les, euh, euh, cette assemblée parlementaire franco allemande pouvait permettre euh, d'échanger sur, pour reprendre votre expression, des cultures parlementaires communes entre l'Allemagne et la France. Force est de constater qu'aujourd'hui, vous avez, avec ce remplacement, importé dans cette enceinte, vous et en réalité surtout le groupe de la République en marche, un problème franco-français qui est interne au groupe majoritaire de la République en marche et qui perturbe le bon fonctionnement de cette assemblée parlementaire franco-allemande. Évidemment, nous prenons acte du fait que vous avez décidé d'importer ce conflit interne au groupe La République en marche ici dans l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Nous le regrettons, nous le déplorons et nous espérons que cela ne se reproduira pas dans le futur. Je vous remercie. Monsieur doit la parole. faut appuyer sur... Oui, merci, Monsieur le Président. Je siège à l'Assemblée nationale à la commission des affaires européennes, dont la présidence est assurée par Sabine Tilay. Euh, C'est quelqu'un que j'ai découvert, qui euh, mène les travaux de façon équilibrée et qui a quand même, pour la première fois certainement dans l'histoire de la République, avoir a eu un parcours dans une première partie de sa vie en Allemagne. Euh, elle a travaillé. Euh, de façon intelligente avec les différents groupes politiques. Et je regrette sincèrement que cette femme qui a œuvré beaucoup pour le rapprochement franco-allemand soit aujourd'hui démise ainsi de ses fonctions pour des raisons purement politiciennes et internes à la République en marche. Je siège par ailleurs à la Commission, à la, au Conseil de l'Europe. Lorsqu'un député français est désigné au Conseil de l'Europe, il le reste jusqu'à la fin de son mandat, euh, quelles que soient les positions qu'il puisse engager euh, au, cours, euh, au cours de son mandat. Et je déplore vraiment cette situation qui euh, ne conforte pas et qui ne va pas dans le sens de l'intérêt du fonctionnement de notre assemblée. Merci, Monsieur Zell. le Vice-président. Tout à l'heure, m'a fait observer que la tradition voulait qu'ici on s'exprime debout. Vous faites bien comme vous voulez, mais si vous êtes respectueux des usages, il serait bon de le faire ainsi. <laughs> Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je, je voudrais profiter de, de, de ce moment, puisqu'il s'agit de procéder à un nouveau vote, pour rendre hommage à notre collègue Tilay. Elle a réalisé un travail absolument remarquable et je pense que les uns et les autres nous avons énormément apprécié la manière dont elle a fonctionné. Et sa double culture franco-allemande a été un atout considérable. Et d'ailleurs, comme l'ont rappelé les collègues, le fait qu'elle ait cette double culture l'a amené à être extrêmement respectueuse, évidemment de la majorité, mais aussi des oppositions. Et je pense qu'il euh, est important en ce moment que nous puissions avoir une pensée pour ce qu'elle a réalisé, parce que si nous sommes réunis aujourd'hui et si nous pouvons, là aussi, aller plus loin, c'est parce qu'elle a effectué ce travail et je voudrais aussi en profiter pour, au nom des représentants français, adresser nos excuses à nos collègues allemands, finalement, de, de ce quoi qui arrive et qui fait que l'on importe effectivement un problème français dans une assemblée qui mérite un peu mieux que cela en tout cas, nous tenons à insister pour dire que la manière dont Sabine Tilay a été, il faut bien le dire, débarquée n'est pas digne des traditions parlementaires et surtout lorsque l'on raisonne dans une culture cette fois ci franco allemande, nous le déplorons évidemment très vivement. En même temps, nous en prenons acte, mais hélas, cela aurait pu se passer différemment et mille excuses auprès de nos collègues allemands de devoir subir un tel triste spectacle qui montre, hélas, une nouvelle fois, un couac de la République en marche. Enfin, en l'occurrence, pardonnez-moi, mais c'est une pure Mesure d'ordre. Et pour l'instant, le spectacle, c'est vous qui le faites. Hein? Monsieur Jung, vous avez la parole. Sehr geehrte Herren Herr Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf als äh, deutscher Co-Vorsitzender berichten, dass wir vorher in der Vorstandssitzung natürlich uns über die Angelegenheit ausgetauscht haben. Und ich will ebenfalls die ähm, Möglichkeit und die Gelegenheit nutzen, äh, Sabine Thier sehr herzlich zu danken für ihre Arbeit, die sie in dieser Versammlung ähm, äh, geleistet hat, auf dem Weg zu dieser Versammlung in der Arbeitsgruppe und als äh, wirklich eine engagierte Vorsitzende, Co-Vorsitzende der französischen Seite für diesen Vorstand. Und damit ist wirklich Bleibendes geschaffen worden. Daran hat sie einen ganz erheblichen Anteil. Das Zweite ist, dass wir in der Versammlung jetzt darüber beraten haben, wie es jetzt weitergeht. Wir haben die Situation in der Geschäftsordnung, dass die Fraktionen die Mitglieder in der Versammlung benennen. Das ist unstreitig auf Grundlage der Geschäftsordnung und die Fraktion Republik En Marche hatte gestern, nachdem Sabine Thier der Fraktion nicht mehr angehört, mitgeteilt, dass sie nicht mehr Mitglied der Versammlung für die Fraktion sein wird. Das wiederum führt dazu, dass sie auch nicht in dem Vorstand repräsentiert sein kann. Und das ist die formale Seite, die eben eine Neuwahl jetzt erforderlich macht. Die Fraktion Republik En Marche hat dafür Christoph Aron vorgeschlagen, den wir ebenfalls gut kennen und sich auch schon in der Vorbereitung dieser Versammlung als einer der Co-Vorsitzenden der Arbeitsgruppe ebenfalls den Respekt aller Mitglieder erworben hat. Und deshalb nehmen wir auf der einen Seite das Ausscheiden mit Sabine, von Sabine zur Kenntnis, möchten ihr sehr danken für ihr Engagement und würden auf der zweiten Seite auch als Vorstand ähm, empfehlen, dass wir so wie es in der Tagesordnung vorgeschlagen ist, die weichen stellen jetzt äh, für die Neubesetzung, die äh, wenn Republik marche nicht im Vorstand vertreten ist, würde das heißen, dass der Vorstand dauerhaft nicht beschlussfähig ist. Äh, wir könnten dann also erst bei der nächsten Versammlung im September eine Neubesetzung äh, vornehmen und deshalb gehört beides zusammen, der Respekt für Sabine Taillet und auf der anderen Seite jetzt ähm, der Schritt, die äh, Weichen für die Nachfolge zu stellen. Monsieur Bourlange, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais également saluer l'arrivée de notre nouveau collègue et lui dire que nous soutiendrons son action avec beaucoup, avec beaucoup de force et de vigueur. Mais je ne, peux pas laisser, je ne peux pas laisser dire, Monsieur le Président, que ce sont les collègues qui ont importé ce problème, quelles que soient les, les questions qui se posent au sein de notre assemblée, au sein de la majorité de notre assemblée et au sein de la République en marche. On ne peut pas nier que les choix qui ont été faits ont été, en termes de chronologie, créateurs de cet incident. Quand vous avez exclu, quand La République en Marche a exclu Madame Tillet, il était clair qu'on créait ici l'incident que nous, que, nous, que nous vivons aujourd'hui. Donc, il y avait certainement, quels que soient les problèmes, et je ne veux pas interférer avec les décisions propres à un groupe qui est en plus un groupe ami pour euh, le MoDem, mais il y avait mille façons de procéder pour éviter cette ridicule cette, ce, ce ridicule que nous donnons à notre délégation française. Madame Tillet est une franco-allemande, est une franco-allemande qui a rendu d'éminents services. Elle a été tout simplement débarquée et débarquée à un moment qui crée immédiatement l'incident que nous vivons aujourd'hui et dont j'espère qu'il sera bien vite clos. Merci, chers collègues. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, donc, euh, je vous indique que, que sauf à ce qu'il y ait des oppositions, Monsieur Christophe Arendt est proclamé membre du bureau. Ah ben, si vous le souhaitez, mais je questionnais, comme je l'ai fait pour Monsieur Nils Schmitt tout à l'heure, qu'il n'y ait pas d'opposition. Ben, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a il un processus de vote pour ça Je vous... Euh... Il s'agit de représenter un groupe. C'est une, il y a une bon. Donc en tout cas, il y a une opposition. Donc euh, je, vais, je vais donc mettre. Je vais donc mettre cette non, je vais mettre aux voix cette candidature à main levée. Y a t il donc des de Monsieur Arendt comme membre du bureau. D'accord Y a t il donc des oppositions Y a t il des abstentions donc je constate que l'élection de M. Arendt est acquise et je le félicite. Dans la même démarche, la candidature de M. Christophe Arendt est proposée pour la coprésidence du bureau avec notre collègue André Sion qui vient de s'exprimer. Y a-t-il des oppositions Y a-t-il des abstentions donc l'élection de M. Arendt est acquise et je le félicite. Et je lui souhaite plein de succès. Nous allons donc maintenant passer aux interventions des ministres chargés de la défense et aux questions qui suivront. Madame Florence Parly, ministre des Armées, vous avez la parole. Bien, Madame la Ministre, chère anne Gret, hein, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Députés, c'est aujourd'hui un honneur de pouvoir m'exprimer devant vous et ceux aux côtés d'Anne-Gret Kramp-Karrenbauer, devant vous, devant cette assemblée parlementaire binationale et unique au monde, qui incarne toute la force et la vigueur des relations franco-allemandes. C'est un honneur de pouvoir échanger avec vous ici au Parlement européen, dans ce bâtiment portant le nom inspirant de Louise Weiss et dont la première présidente fut Simone Veil, deux grandes dames, deux femmes de conviction qui firent de l'Europe un combat, un combat dont les espoirs de victoire reposaient sur une idée, un idéal, celle de la France et de l'Allemagne, avançant main dans la main. J'espère qu'elles auraient été fières de nous voir ici, aujourd'hui. Deux femmes, allemandes et françaises, face à vous, avec une volonté profonde. Approfondir notre partenariat et notre coopération de défense au profit d'une Europe plus forte. Cette volonté, insufflée et affirmée par le Président de la République et la chancelière fédérale, Dès 2017, a pris corps, notamment avec la signature du traité d'Aix-la-Chapelle il y a tout juste un an. J'aimerais d'ailleurs commencer par rappeler les termes de ce traité. Il nous engageait à nous concerter étroitement au sein des instances multilatérales et internationales, à renforcer encore la coopération entre nos forces armées et enfin à investir ensemble le domaine capacitaire. Et qu'avons-nous fait depuis Je n'aurai ni la prétention ni l'imprudence de vous dire tout, mais je dirais que nous avons fait beaucoup, que nous faisons beaucoup et que nous ferons plus encore car ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons véritablement renforcer la sécurité de l'Europe avec ces deux piliers l'Europe de la défense et l'OTAN tous deux indispensables. Ce n'est qu'ensemble que la France et l'Allemagne seront en mesure d'agir sur la stabilité de notre voisinage. C'est la raison pour laquelle nos deux pays sont fortement engagés ensemble sur les grandes crises susceptibles d'affecter la sécurité de l'Europe. Je ne les citerai évidemment pas toutes, mais je tiens néanmoins à souligner quelques exemples. Qui montre notre détermination commune à aborder ces problèmes ensemble. Ces derniers mois, nos efforts conjoints ont notamment porté sur la relance du processus de paix dans le Donbass, et nous pourrons envisager une nouvelle phase de dialogue entre l'Ukraine et la Russie avec la rencontre qui aura lieu à Berlin en mars 2020, dans la continuité de celle de Paris en décembre dernier. Au Sahel, l'engagement de nos deux pays se poursuit sur le terrain. C'est l'ambition du partenariat pour la sécurité et la stabilité du Sahel annoncé par le Président de la République et la Chancelière fédérale lors du sommet du G7 à Biarritz et qui s'intègre dans la coalition pour le Sahel que nous souhaitons lancer. Pour être plus efficace, la réponse à la menace terroriste au Sahel doit en effet être plus ciblé, mieux coordonné et savoir agir à la fois sur le plan opérationnel, sur le renforcement des capacités des forces armées locales, mais aussi sur la gouvernance et le développement. Ce sont les quatre piliers de la coalition pour le Sahel. Et face à la dégradation de la situation sécuritaire, nos deux pays ne peuvent pas rester sourds à l'appel que nous lancent nos partenaires sahéliens, nous y répondons ensemble car c'est notre responsabilité. au levant, la france et l'allemagne participent à la coalition internationale contre daech. et je tiens à profiter de cette occasion pour saluer la reprise des missions de reconnaissance et de ravitaillement en vol de la luftwaffe aux côtés de l'armée de l'air française. Elle joue un rôle déterminant dans la lutte contre le terrorisme. Cette coordination stratégique que nous mettons en œuvre sur les plans politiques, diplomatiques et opérationnels doit aussi se retrouver sur le plan capacitaire. Nous avons depuis 2017 un objectif extrêmement ambitieux doter nos armées respectives de moyens de combat de nouvelle génération dans le domaine terrestre et dans le domaine aérien. Il s'agit des projets bien connus de systèmes de combat aérien du futur et de chars de combat du futur qui verront le jour entre 2035 et 2040, autrement dit, demain. Ces projets avancent bien. Nous sommes engagés depuis début 2019 dans une étude d'architecture qui va nous permettre de préciser les grandes dimensions de ce système de combat aérien du futur dont le démonstrateur devra voler en 2026. Pour le char, une telle étude d'architecture devrait pouvoir être engagée très prochainement cette année. Nous avons conçu ces projets selon des lignes directrices très claires. Ces coopérations sont des coopérations entre égaux. Pour autant, une coopération entre égaux. Ne veut pas dire une coopération sans pilote, où l'on mettrait de côté les compétences particulières qui ont été développées pendant des décennies des deux côtés du Rhin. Il faut donc capitaliser sur ces compétences existantes. Ces projets ont donc été conçus avec un partage industriel équilibré entre la France et l'Allemagne, que ce soit sur le système de combat aérien du futur ou sur le char de combat. Ils ont besoin un besoin Impérieux. Ce sont aussi des projets industriels, avec des dizaines de milliards d'euros, des dizaines de milliers d'emplois, avec des perspectives à l'exportation. Mais ce sont d'abord des projets politiques. Et nous avons collectivement une responsabilité c'est de construire cette Europe de la défense que nos deux pays appellent de leur vœu. C'est pourquoi Mesdames et Messieurs les parlementaires du Bundestag, votre vote dans quelques jours sur le démonstrateur du système de combat aérien du futur aura une importance décisive et enverra un signal politique fort sur la volonté de nos deux pays de construire l'Europe de la défense. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Annegret kram karrenbauer ministre fédérale de la Défense. Meine Herren Präsidenten, Vorsitzende, Mesdames, Messieurs députés, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, chères Florence, meine sehr verehrten Damen und Herren.

in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik zu reden und das insbesondere an diesem Ort, in dieser Stadt und in dieser Region. Die deutsch-französischen Beziehungen sind auch 57 Jahre nach Unterzeichnung des Élysée-Vertrages etwas Besonderes, etwas Wertvolles. Und wer wüsste das besser als jemand wie ich, der zwar nicht ganz genau aus dieser Region, aber aus einer Nachbarregion kommt, die deutsch-französisch geprägt ist und deren Bundesland zusammen mit Grand Est hier in der sogenannten Sale-Lux-Region zusammenarbeitet. Das ist die Region von Robert Schumann. Robert Schumann, der in seiner berühmten Europaerklärung immer gesagt hat, Europa macht sich nicht auf einen Schlag. Europa muss in vielen konkreten Schritten und Projekten gebaut werden. Tag für Tag, zwischen Freunden und Partnern, auch wenn dies, und das wissen wir alle aus der täglichen Arbeit, nicht immer ganz einfach und vor allen Dingen auch nicht ohne Mühe ist. Aber wir dürfen über diese tägliche Arbeit nie vergessen, es gab vieles, was uns in der Geschichte getrennt hat, aber es gibt so vieles, was uns eint, unsere Nachbarschaft, unsere Geschichte, unsere gemeinsame Zukunft, vor allen Dingen unsere gemeinsame Verantwortung für Europa und für diese Verantwortung, für die wir stehen, für ein Europa, das stark ist. Bundestagspräsident Schäuble hat Präsident Macron zitiert, ein Europa, das schützt, ein Europa, das zukunftsfähig ist, politisch, wirtschaftlich und auch militärisch. Es geht um die Handlungsfähigkeit Europas, um die ability to act oder darum, dass wir im Konzert vieler internationaler Stimmen unsere Werte, unsere Prinzipien als Europäerinnen und Europäer gemeinsam verteidigen können. Und wenn Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Menschen, wenn Sie die Menschen in Europa fragen, was sind die Gebiete, auf dem wir besonders eng zusammenarbeiten sollten, dann ist es ganz sicherlich die gemeinsame Außen, die gemeinsame Sicherheit und die gemeinsame Verteidigungspolitik. Und trotzdem und sehen wir, dass trotz diesen Wunsches, und das sehen wir in der langen Geschichte der europäischen Gemeinschaft, gerade die Zusammenarbeit im Militärischen, die Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik und in der Sicherheitspolitik nicht immer ganz einfach ist. Das liegt daran, dass wir bei allen gemeinsamen Zielen auch große Unterschiedlichkeiten haben. Wir haben andere Traditionen, wir haben andere Herangehensweise, verfassungsrechtliche Grundlagen, andere Rollen, die die Parlamente etwas spielen, wenn es um die Frage geht, ob unsere Armeen, die französische oder die Bundeswehr, gemeinsam oder getrennt in Einsätze geht. Es gab vor kurzem, glaube ich, eine Umfrage hier in Frankreich, zur Unterstützung der Einsätze der französischen Armee in Sahel und an anderen Orten dieser Welt. Und ich glaube, die Unterstützung war überwältigend. 80 Prozent der Befragten haben gesagt, sie unterstützen diese Einsätze. Ich frage insbesondere die deutschen Kolleginnen und Kollegen, was sie schätzen würden, wenn wir eine solche Umfrage in Deutschland machen würden. Wie das aussieht. Das heißt, wir kommen von einer anderen Tradition. Und ich habe die deutsch-französische Freundschaft und Zusammenarbeit immer deshalb als besonders stark empfunden, weil wir gerade in vielen auch grundlegenden Fragen von unterschiedlichen Seiten kommen, unterschiedliche Traditionen haben, aber weil es immer dann, wenn es Deutschland und Frankreich gelungen ist, diese Unterschiedlichkeit zusammenzubringen, daraus etwas Neues zu entwickeln, das die besten Zeiten für den europäischen Motor waren. Und diese Herangehensweise müssen wir auch bei der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik liegen. Und das bedeutet, und das gilt sicherlich für uns beide, dass wir, wenn es um Einsätze und um den Dienst geht, zwei große Baustellen sehen. Das eine ist die Frage der Bündnis und damit verbunden auch der Landesverteidigung im Rahmen der NATO. Und wir sind uns hier vollkommen einig, dass Europa eine größere Rolle spielen muss, dass es stärker zusammenwachsen muss, zu stärker zusammenarbeiten muss, um handlungsfähig zu sein, aber dass dies vorzugsweise unter dem Dach der NATO auch zu passieren hat, weil wir um die Bedeutung auch des transatlantischen Verhältnisses wissen und weil wir gerade eben auch in vielen Einsätzen, auch im Moment in Afrika und im Mittleren und Nahen Osten wissen, dass wir ohne die enge zusammenarbeit und ohne die unterstützung und die fähigkeiten der us amerikanischen seite unseren einsatz auch nicht leisten können. das heißt für die gemeinsamen aufgaben in der bündnis und landesverteidigung müssen wir unsere beiträge leisten sei es in den european battle group sei es bei den gemeinsamen rüstungsprojekten bei der strukturierten zusammenarbeit beim europäischen verteidigungsfonds. Wir müssen unsere Gemeinsamkeit, aber insbesondere auch zeigen, wenn es um die Frage geht, haben wir denn auch materiell die Chance, besser zusammenzuarbeiten, weil wir über gemeinsame Systeme verfügen. Das ist der eigentliche Nukleus, warum wir uns auf den Weg gemacht haben, gemeinsam ein Kampfflugzeug der neuesten Generation und einen Panzer der neuesten Generation zu etablieren, damit wir mit Blick auf gemeinsame Systeme, ausgehend von einer deutsch-französischen Initiative, aber sich öffnend auch für andere europäische Partner hier eine bessere Zusammenarbeit schaffen können. In dieser Diskussion, in diesen Verhandlungen stecken wir zurzeit. Und natürlich geht es da auch um Industrie, geht es auch um wirtschaftliche Interessen, sind Unternehmen, auch Privatunternehmen beteiligt. Und deswegen verwundert es nicht, dass diese Gespräche nicht immer ganz einfach sind. Und es ist wichtig, dass wir sie so deutlich und so gründlich führen, dass es am Ende eine hohe Akzeptanz gibt, sowohl der jeweiligen Parlamente, aber eben auch der beteiligten Unternehmen, denn sie müssen gemeinsam diese neuen Systeme formen. Und ein drittes will ich sagen, und ich will mich noch einmal auf die Zitate und die Äußerungen des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble beziehen. Ich habe eben von den unterschiedlichen Traditionen und von den unterschiedlichen auch ähm, Unterstützungen ähm, gesprochen, wenn es um die Einsätze geht. Was wir als Deutsche von Frankreich lernen können, ist die feste Überzeugung, dass im Kampf gegen den Terror wir nicht abwarten dürfen, bis die Terroristen in unserem eigenen Land und vor unserer eigenen Haustüre sind. Wir müssen auch uns woanders engagieren, damit wir Terror in Europa und in Deutschland und in Frankreich bekämpfen können, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dazu, dazu brauchen wir abgestimmte Vorgehensweisen. Wir brauchen eine gemeinsame Verständigung, auch politische Verständigung, wohin wir eine Zone wie die Sahelzone eigentlich entwickeln wollen, was das politische Ziel ist, was die strategischen Ziele sind, die wir dort auf lange Frist erhalten können. Und dazu müssen wir gemeinsam auch mit anderen Partnern die jeweiligen Fähigkeiten einbringen. Und ja, es ist in der Tat so, Deutschland hätte rein militärisch betrachtet natürlich auch die Fähigkeiten, zu einem stärkeren bewaffneten Kampf in der Sahelzone zum Beispiel. Wir haben die schnellen Eingreiftruppen, wir haben die Spezialkräfte, genauso wie das die anderen Staaten in Europa auch haben. Aber wir haben eine andere Tradition. Wir haben insbesondere und das ist politisch so gewollt zur Zeit von der großen Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland und von der Mehrheit auch im Parlament in Deutschland, wir haben eine klare Festlegung, dass unser Beitrag insbesondere in Unterstützung dieser Einsätze und in den Ausbildungen der Akteure vor Ort auch liegt. Ob das für die Zukunft immer so ausreichen wird, ist eine Frage, die politisch diskutiert werden muss und politisch entschieden werden muss. Es ist eine Frage, die Sie auch in Ihren Händen halten. Ich bin auf jeden Fall der Überzeugung, dass wir bisher gerade als Deutschland und Frankreich in vielen Einsätzen in dieser Welt unseren Beitrag dazu geleistet haben, dass wir alles daran setzen, dass dieses Europa wirklich ein Europa ist, das schützt, das seine Partnerstaaten schützt, das aber insbesondere auch die Bürgerinnen und Bürger Europas schützt, egal ob sie diesseits oder jenseits des Rheins leben. Vielen Dank. Merci Madame la Ministre. Nous abordons notre séquence de questions réponses. Donc, lors d'un premier tour, chaque orateur de groupe posera une ou deux questions. Il choisira de s'adresser à l'une ou l'autre ministre, ou bien aux deux. Mais merci de bien vouloir l'indiquer au début de votre intervention.